Liga gegen Borussia Mönchengladbach. Schön gepresst und jetzt 3 gegen 1 Überzahl. Blick auf Marco Reus. Ja! Chancenverwertung. Perfekt. Super herausgespielt von Jonas Hofmann und Shinji Kagawa und cool vollendet in der 10. Minute durch Marco Reus. Das ist auch das, was Thomas Tuchel ganz bestimmt sehen will. Diese Coolness in der Wiederholung sieht man das Zuspiel von Shinji Kagawa auf den völlig freistehenden Marco Reus und der hat keine Mühe, den Ball über David Ziebung zum völlig unsachlicher Beitrag, Boris, aber ist egal. Dann steht es jetzt ist ja einfach ganz genau. Jetzt wieder Marco Reus durch die Mitte. Shinji Kagawa bringt den Ball und Kevin Kappel ist da. Und es heißt in der 22. Spielminute 2:0. Was für ein schönes Tor. Wunderbares Tor von unseren Jungs. Und das werden wir uns jetzt noch einmal mit Genuss in der Wiederholung anschauen. Perfekt herausgespieltes Tor. Da sehen wir es. Schön Ball erkämpft. Gonzalo Castro reagiert ganz schnell auf Marco Reus. Dann zu Shinji Kagawa. Der dreht sich um blind in die Mitte. Kevin Kappel weiter bis zum Ende des Spiels. Ecke von der rechten Seite. Henrik Mkhitaryan bringt den Ball vor den Kasten. Abgewehrter Ball. Castro noch einmal weiter auf Aubameyang. Hier Emerick. Zurück. Schuss auf Tor von Mats Hummels. Und das war ein Granatentor in der 51. Minute. Den hat er aber mal so richtig aufs Blatt bekommen, wie man so sagt. Sensationell von unserer Nummer 15. Da sehen wir es. Zurückgelegt von Aubameyang und Mats Hummels mit dem Außenriss, zack, in die kurze Ecke. Und da hat der Keeper definitiv überhaupt keine Chance. Das war ein außergewöhnliches. Aubameyang immer noch am Ball. Und Moritz Heidner, der Rückkehrer mit dem 4:0 für Borussia Dortmund. Da war die Chance fast schon weg in der 69. Minute. Moritz Heidner, wieder da. Und wie? Mit einem schönen Tor zum 4:0. Aubameyang, Leitner und direkt ins rechte Eck. Jens Schuh aus Ostfriesland schreibt, hey Nobby, tolle Aktion, bitte melde dich. Jörg von Thora hat auch mitgesteigert? Nein, Jörg von Thora nicht. Und da ist das Tor zum 4:1. Die 19 hat's gemacht. Frane Ciriak. Schön herausgespielt. Absolut. Und dann ist der Ball noch abgefälscht.